Yo, was geht Leute? ABK wieder am Start. Diesmal so ein bisschen Deep Talk, Real Talk, obwohl meine Videos sind meistens Real Talk, aber diesmal nicht so auf Lachgag-Basis, sondern ein bisschen ernster. Und zum Beispiel wollte ich sagen, ein paar Fragen müsst du, ey, wie kommst du mal auf so Ideen, warum bist du mir so behindert? Und ich schwöre euch Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch, wäre der hier, der, wenn ich gerade seine Titten anfasse, der hier, wäre der nicht da, ne? Fass mich mal so an, wieder mit den Händen. Du schöne Haare. Wäre er nicht da? Ungelogen, Leute, ich wäre ein Jarak. Ich wäre so wie die ganzen anderen YouTuber, die da so Scheißvideos machen. Ohne Scheiß, mit dem, von dem habe ich voll viele Ideen. Der ist meine Inspiration. Der ist. Nein, auf jeden Fall. Der ist wirklich. Cent habe ich dafür gekriegt. Der ist meine Motivationsquelle. Der ist wirklich der Typ, der sitzt und meint, der sagt: Bruder, mach doch noch das rein, mach doch noch so. Der hat damals zu mir gesagt: Ey, nimm doch als Intro dieses. Wäre der nicht, hätte das Intro nicht. Ich hab schon. Aber alle ab. Ja, ne, danke, Bruder, auf jeden Fall. Einfach dafür. Ne, hätte ich nicht so ein. Guck mal, dann hätte ich bestimmt so ein Intro, so wie diese ganze andere Tour. Was geht, Leute? Ich bin wieder da. Halt deine Fresse, fick deine Mutter, Alter. Hurensohn. Aber bei mir kommt so. So ganz anders. Mal bin ich im Dschungel. Mal bin ich auf Berge. Richtig korrekt. Und das habe ich alles dir zu verdanken, Bruder. Ich schwöre. Der junge bester Mann, ohne Scheiß, das ist so ein Ehrenmann, der ist genauso broke wie ich, hat kein Geld, das ist schon mal richtig geil. Der scheißt auf Markenklamotten, ich und der, wir gehen zusammen bei C&A und da Kick Klamotten kaufen, sei mal ehrlich, ne? Ich begleite ihn nur, wenn es peinlich allein da reinzugehen. Hey Florin, ja? Gucci. Nein, der ist genauso wie ich. Einziger Unterschied zwischen uns beiden, bei dem läuft mit Weibern, bei mir läuft nicht. Was ist denn das? Alles war Ladekabel. Mein Handy wieder ab. Bruder, ey, bei dem läuft mit Weibern, guck mal. Ich hab gesagt, subhanallah, ich sag bei den Löffeln, weil mein Handy klingelt. Bruder, bitte, ich leg jetzt weg die Scheiße. Junge, bitte. Das stimmt aber gar nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte einfach nur mal zeigen, wem ich das alles zu verdanken habe. Natürlich auch den Abonnenten da draußen. Amix, der mich damals richtig krass unterstützt hat. Patrick Müller auf Facebook. Senna Gamu auf Instagram. Und natürlich, nein. Aber am meisten der hier. Und Familie. Deswegen darf er auch in meinem Bett schlafen, weil er schlaft auf dem Boden wie ein Flüchtling die ganze Zeit. Und ich auch in meinem Bett. Ne? Mhm. Das Beste am Mann. Das ist aber auch leid manchmal so. Ja, aber das ist kein Ding. Und der Junge, der ist auch einer, der scheißt auf Fame, Klicks. Manchmal sag ich so, ey Bruder, guck mal, da sind so YouTuber, die haben so und so viel gesagt. Der Junge, scheiß doch auf Klicks, Bruder, scheiß doch. Bleib mal real, so wie du bist und so. Und wenn der einmal merkt, dass ich vor Kamera so ein bisschen hoch und so und werde ein bisschen so. So anders, der gibt mir direkt einen Kinnhaken von links, rechts und dann bin ich wieder normal. Du bist auch richtige Gesichtsmarine, wallah. Mhm. Auf jeden Fall. Der läuft aber. Der ist richtig schlachkig, Leute. Wenn ihr den mal draußen seht, macht mal bitte Fotos mit dem da. Mann, lieber was essen oder sowas. Ja, Mann, ohne Scheiß, Alter. Chili Cheeseburger. Ja, Mann, der fährt richtig drauf. Der fährt richtig drauf ab. Der fährt richtig drauf ab, Alter. Auf jeden Fall, Leute. Was ist das? Das ist Lavendel, das merkst du? Man schläft direkt ein. Die schlafen mal ein. Warte, nochmal. Warte, weil die machen nochmal wie diese ganzen Fake-YouTuber. Okay. Was ist das? Lavendelduft. Einfach auf seinen Suppe schlafen. Das ist nicht der erste. Ich check seinen Mund eben. Sorry, Bruder. Auf jeden Fall, Leute, das hat aber mit einer Sache richtig verkackt, ja. Das hier. Meine Mutter immer so zu dir: Ja, bringst du ihn Hole, wenn hast du hier diese Tattoo? Schade, ich finde nicht gut, du liebe Junge, aber du eine Hurensohn, hast du diese Tattoo? Egal, verkackt. Egal, Leben verkackt, ist nicht schlimm. Aber, ja, Leute, und der ist wirklich so meine rechte Hand, würde ich sagen. Nein, aber der ist wirklich so mit Abstand mein bester Mann. Mund, yeah. Und auch Ernest. Ernest, ja. Bester Mann. Bester Mann. Dr. Delamour aus ein paar Videos kennt ihr den, der Lockenkopf. Heftigster Mann. Ich schwöre, ich liebe diesen Jungen. Der Junge hat mir wirklich in Downphasen übelst geholfen. Genauso wie der. Nofel auch, Killer. Meine besten Freunde. Wenn ihr wissen wollt, wer meine besten Freunde sind: Dustin, Ernest, Nofel. Sind die besten Leute. Und natürlich auch andere Kollegen von mir, die mich immer sehr unterstützen. Auf jeden Fall. Ja, danke euch allen, Leute. Ich wollte einfach mal loswerden, so ein bisschen Deep Talk. So. Ich lade das Video doch ungeschnitten hoch.
Dann könnt ihr euch mal so gehen, dann seht ihr, dass ich nicht schon fake Semmel bin. Ja, ich glaube so hoch. Und beschnitten. Und beschnitten. Nicht halal. Diese Miete kommt einfach so hoch, Leute. Ist nicht und, gut, ne? Unbeschnitten. Ja, ist nicht gut. Der kennt sich so aus, da weißt du gar, wenn man. Was passiert, wenn man auf Toilette redet? Dann kriegt man einen schiefen Mund so. Der hat von mir gelernt, man immer mit Schild. Was auch immer alles. Auf jeden Fall, Leute. Ja, das war jetzt ein bisschen Real Talk. Wenn euch das Ganze gefällt. Ach ja, ich muss noch ein paar Leute grüßen, ohne Scheiß. Mikael muss ich auch noch grüßen. Oh, besser, Mann. Wallah, Mikael ist Killer, ne? Ey, ohne Scheiß, wen muss ich noch grüßen? Ich bin Modelliste, ja. Mikael ist richtig cool. Mikael, wenn das sieht. Mikael, das war so. Wallah, der war früher Schrotti, der hat früher Hörgerät. Ich wollte alles. Atmen, mit dem Mund Atemgerät. Zelt und so. Wallah, der hatte alles um sich. Warte, wen gab's noch? Ja, auf jeden Fall, das sind so die Leute, die ich mit Abstand grüßen will. Meine besten Freunde. Die immer hinter mir stehen. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen. Diesmal liege ich hinter dir. Ja. Und ja, Leute, ich bin jetzt richtig müde, da kam gar nicht der Witz. Deswegen ich gehe auf jeden Fall jetzt schlafen. Wir gehen jetzt schlafen, aber ich hoffe, du kannst auch mal lachen. Dann gebe ich dir noch einen Schokoriegel von mir. Aber immer, Leute, mein Product Placement ist so fake. I'm your real life. Du bin die Dad. Depp 1, 2, 3, auf jeden Fall, Leute, ohne Depp-Effekte. Machen wir einfach so, gib ihm. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr wisst, abonniert meinen Kanal, abonniert den realsten Kanal auf YouTube. Nein, Spaß. Boah, abonniert auch meinen Kanal. Du hast einen Kanal, ne? Oder der hat einen Kanal, 25 Leute. Abonnenten. Der hat einen Kanal, 25 Abonnenten. Kein nicht mal Video. Sein Profilbild, einfach uns so ein Weib als Profilbild genommen, die da irgendwann mal kennengelernt hat. Nein, ich kenne ihn nicht. Nein. Ich nicht mehr, es ist ja. Ist klar. So, auf jeden Fall, Leute, das war's. Passt auf euch auf, haut da rein und immer real bleiben. Ja, Mann, Wallah, niemals verstellen. Zwei, drei Freunde reicht mir nicht. Wallah. Und auch nicht diese, ich verstehe mich. Wallah, ich verstehe mich für Klicks und so. Halt deine Fresse für Klicks. Wallah, deine Mutter wüsste, was du machst. Hör auf, Bruder. Für nichts verstellen. Für nichts. Außer wenn deine Mutter mich behindert. Ändere dich, Mann, ändere dich. Aber Leute, das war's mit dem Video und.